607 oder 587, was haben Sternbeobachtungen von vor 2.500 Jahren, astronomische Aufzeichnungen und Geschäftsquittungen mit der Frage zu tun, welches Datum stimmt? 607, 587 vor unserer Zeitrechnung, vor Christus, wann wurde Jerusalem zerstört? Darauf gehen wir in dem heutigen Video genauer ein. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Faith.Science oder herzlich willkommen überhaupt, wenn du noch nicht dir den Kanal angeschaut hast. Mein Name ist Jascha Schmitz. Auf diesem Kanal geht es darum, einfach biblische Dinge zu hinterfragen oder auch geschichtliche Dinge zu hinterfragen. Und im heutigen Video, Teil 6 müssten das jetzt sein, geht es um die Frage, ja, was ist aus meiner Sicht persönlich die wichtigste Lehre bei Zeugen Jehovas? Der treue und verständige Sklave, die leitende Körperschaft, ist diese Gruppe eben von Jesus ernannt worden oder nicht? Das alles hängt damit zusammen, dass eine Prophezeiung stimmen muss, die im Jahr 607 vor Christus den Start gehabt haben soll, sofern das Jahr der Zerstörung Jerusalems war. Weltliche Geschichtsschreibung sagt, nee, das stimmt nicht, das war das Jahr 587. Und in den letzten beiden Videos haben wir darauf hingehend einen Artikel aus dem Wachturm Oktober 2011 angefangen zu prüfen oder sind das durchgegangen. Und jetzt kommt der Folgeartikel dran, November 2011, um das mal genauer zu prüfen. Warum ist das überhaupt nochmal so wichtig? Ich möchte da nochmal ganz kurz drauf eingehen und einmal nochmal ganz kurz hier diese Grafik zeigen. Mit, wo haben wir es? Da haben wir es. So. Und zwar hatten wir ganz eingangs mal gesagt, dass bestimmte Lehren dazu führen, dass diese leitende Körperschaft, die Gruppe von Männern, dann ein von Jesus ernannter treuer und verständiger Sklave wäre. Bestimmte biblische Sachen müssen stimmen. Wir hatten geguckt, Matthäus 24 mit dem Gleichnis oder Prophezeiung des Sklavens, das hatten wir uns angeschaut. Leere Zertreten Jerusalems. Und wir sind jetzt gerade an diesem Punkt hier. Also die 70 Jahre Exil und 607, dieses Datum da, das muss stimmen. Also hier sind wir in der Prüfung angekommen mit einigen Videos jetzt. Sehen, wir sind noch nicht ganz am Ende. Danach gibt es noch ein anderes Video, wo es dann um ja eine Sache aus dem Bibelbuch Offenbarung geht. Aber heute befinden wir uns hier. Dieser Punkt, also dieser weiße Block hier, der muss also stimmen, damit die Lehre hinhaut, falls das Jahr 607 nicht passen sollte. Stimmt das mit der Ernennung nicht? Ja, das muss jeder für sich selbst prüfen, nachprüfen. Und ich möchte hier einfach mal aufzeigen, was der Artikel denn dazu genau sagt oder ja, was da halt besprochen wird. Am Ende des Videos werde ich noch ganz kurz eine Sache zeigen. Ich hatte nämlich dann letztes Jahr, als ich das angefangen habe zu prüfen, auch Fragen nach Selters, also die Deutschlandzentrale oder Europa, weiß gar nicht, für welche Länder sie jetzt alle zuständig sind. Von Zeugen Jehovas, da hatte ich halt einen Brief hingeschickt an die Glaubensbrüder da und halt bestimmte Dinge nachgefragt. Und da möchte ich aus der Antwort dann auch noch mal ganz kurz was zeigen. Genau, damit genug dazu. Ich warne mal vor, also die letzten beiden Videos waren schon sehr nerdig, also schon sehr in geschichtliche Details hinein. Das wird heute auch noch mal so sein. Ab nächste Woche geht es dann wirklich wieder mehr halt um Dinge, die in der Bibel selbst drin stehen. Heute ist noch mal Geschichtsunterricht und einfach hinterfragen und analysieren dieses Wachturmartikels gefragt. Also da mal die Warnung vorab. Aber für alle die es interessiert, freut mich natürlich, wenn du zuschaust, dir das in Ruhe anguckst und auch selbst überlegst oder selbst nachprüfen möchtest und dich fragst, ob das stimmen kann oder nicht. Die Entscheidung bleibt ja immer jedem selbst überlassen. Und damit wünsche ich viel Spaß. Ich blende jetzt das Video vom letzten Jahr ein, was ich da für mich persönlich aufgenommen hatte, um mir die Gedanken zu sortieren. Und wie beim letzten Mal, danach bin ich eben noch mal kurz zurück mit ein, zwei Anmerkungen. Ja, und damit starte ich jetzt dieses Video. So, jetzt möchte ich mal den dritten Teil aufnehmen.
Und da geht es zum zweiten Artikel aus 2011, November. Und der fängt hier wieder an, eben mit der Frage, wann wurde Jerusalem zerstört? Und da werden nochmal die Kernpunkte aus Teil 1 genannt. Historiker datieren die Zerstörung auf 587. Die biblische Chronologie deutet auf das Jahr 607 hin. Da war im letzten Artikel eigentlich auch die Erklärung 587 ohne Probleme drin, biblisch, fand ich jedenfalls. Dann steht, die Historiker stützen ihre Aussagen auf die Schriften antiker Geschichtsschreiber und den Kanon des Ptolemäus. Das machen sie, aber da ist eben auch hier, was ich mir noch hingeschrieben hatte, Historiker stützen ihre Aussagen aber nicht ausschließlich auf die antiken Geschichtsschreiber, weil es mittlerweile wirklich zigtausende Keilschriften gibt aus der Zeit, der neubabylonischen Zeit. Beispiel aus dem letzten Artikel, die Berechnung des Jahres 539, da wurde auch gesagt, und da geht dieser Artikel hier drauf ein, dass eine astronomische Tafel da die Grundlage war und eben auch andere Keilschriften. Dann haben wir hier die Aussage, die Aufzeichnungen antiker Geschichtsschreiber enthalten zum Teil gravierende Fehler und decken sich nicht immer mit den Keilschriften oder Keilschriftfunden. Die Fehler, die in Teil 1 des Artikels hier besprochen wurden, betrafen eigentlich primär keine Datierung, sondern also historische Daten. Das ist so der Unterschied zwischen historisch und chronologisch. Historisch sind Ereignisse, chronologisch sind die Datierungen. Genau, und dann die zitierten Historiker hielten sowohl Berossus als auch Ptolemäus für zuverlässig und die Zitate waren leider da aus dem Zusammenhang gerissen. Hier oben übrigens nochmal, das hatte ich gefunden vom Depoit, der auch im ersten Artikel erwähnt war. Der weist hier nochmal darauf hin, dass früher der Kanon des Ptolemäus das Alpha der babylonischen Chronologie war, also sowohl die Hauptquelle, und schreibt eben hier, dass das neue Alpha, also was das eigentlich, was den Kanon abgelöst hat, als noch zuverlässigere Quelle, die astronomischen Beobachtungen sind. Er sagt hier bei Contrast, as a new Alpha, the dated astronomical observations of a Babylonian astronomical diaries meet a much higher standard of proof and therefore provide a much more solid foundation for chronology. Also er sagt hier eben, die babylonischen astronomischen Tagebücher haben einen wesentlich höheren Standard und sind noch wesentlich zuverlässiger und deswegen eine solidere Basis für die Chronologie dieser Zeit. Und da geht es auch in dem Artikel jetzt hier drum, unter anderem. Gucken wir mal, steigen wir ein. Ach so, genau. Vorab noch, hier wird jetzt nochmal gesagt, bis die 70 Jahre voll waren, da wird eben hier drauf nochmal eingegangen. Erinnerung aus Artikel 1, da waren die Zusammenhänge ja gewesen, dass sogar die Paralleltexte in der neuen Weltübersetzung eigentlich die Erklärung unterstützen, dass mit den 70 Jahren die babylonische Vorherrschaft gemeint ist. Oder sein kann. Mal offen lassen. Genau, und auch hier die Erinnerung hatte ich mir hier nochmal hingeschrieben, dass die Nationen ja 70 Jahre dienen sollten. Und nicht 70 Jahre Verwüstung, sondern 70 Jahre dienen gleich 70 Jahre als Vasallen der Babylonier. Und das waren halt nicht nur die Israeliten, sondern auch andere Nationen, die in dieser Hinsicht gedient haben. Okay, gehen wir mal weiter. Und jetzt geht es nämlich hier zuerst um die babylonischen Chroniken. Also hier steht eine Reihe von Tontafeln mit Aufzeichnungen über wichtige Ereignisse in der babylonischen Geschichte. Erhazak, eine führende Autorität auf dem Gebiet der Keilschriftforschung, laut seiner Ansicht liefern die Chroniken keinen vollständigen Bericht über wichtige Ereignisse. Wie er schreibt, müssen Sekundärquellen erforscht werden, um sagen zu können, was sich wirklich zugetragen hat. Vorab, hier unten habe ich mir mal hingemacht den Daumen hoch, weil die Fußnote sagt, keiner der zitierten Wissenschaftler ist der Ansicht, dass Jerusalem 607 vor unserer Zeitrechnung zerstört wurde. Das ist ehrlich, dass das in dem Artikel jetzt hier angeführt wird. Trotzdem bin ich mittlerweile hier schon kritisch, wenn da so Punkte sind. Was sagt der Sack? Also der Herr Sack, R.H. Sack, dieser Experte. Die Quelle ist angegeben. Da konnte man also wieder nachgucken. Und wenn man da mal schaut, das ist eben hier aus dem Buch von ihm.
Das fängt damit an auf der Seite, dass er sagt, dass im Süden Mesopotamiens zwischen 594 und 557 bestimmte Ereignisse schlecht auf oder dass da wenig Daten für vorliegen. Und dann sagt er eben hier: As a result, the historian, for better or worse, is forced to probe the Hebrew, Greek and Latin secondary sources. Also die Sekundärquellen, as well as a dated cuneiform contract tablets, also auch die Vertragstafeln oder Geschäftstafeln, die heranzuziehen als zusätzliche Quellen, also gibt zusätzliche Quellen. In the hope of determining what actually happened during this period. Also, wie ich mir hingeschrieben habe, der Kontext hier zeigt, dass sich der Herr Sack nicht mit der generellen Chronologie beschäftigte, sondern mit wichtigen Ereignissen, die möglicherweise im Süden Mesopotamiens in den Jahren 594 bis 557 vor Christus stattgefunden haben. Also er bezieht sich eben auf einen bestimmten Zeitraum und eben Süden Mesopotamiens. Genau, und dann sagt er eben, weil die Chroniken diese Ereignisse nicht abdecken, müsste man eben Zweitquellen nutzen, zum Beispiel diese Geschäftstafeln. Also darum geht es eigentlich in dem, was hier ihm angekreidet oder den Geschäftstafeln angekreidet wird. Ja, das nur so als Hintergrund dazu, ne? Also wenn man es hier einfach nur wieder liest, den Absatz, könnte man denken, naja, okay, ist alles gar nicht so zuverlässig. Hier im Zusammenhang geht es um einen bestimmten Zeitraum und den südliche Region Mesopotamiens. Steht hier, was sagen die Texte aus? Die babylonischen Chroniken decken die Geschichte nur unvollständig ab. Siehe den Kasten unten. Damit stellt sich die Frage, wie verlässlich die Schlussfolgerungen also aus einem so lückenhaften Zeugnis sind. Ja, jetzt wird das hier gezeigt, ne? Babylonischen Chronikengeschichte mit Lücken. Dann wird jetzt hier gesagt, okay, wovon hat man jetzt so Chroniken gefunden von Ereignissen? Wo kann man die zuordnen? Wird jetzt hier angegeben, zum Beispiel von dieser Tontafel hat man aus den Jahren, von der Tontafel aus den Jahren was, von der Tontafel halt aus dem und hier und so weiter. Also da sieht man eben, wo die Belege sind. Was jetzt wichtig ist, Lücken in der Geschichte. Also, dass nicht in jedem Jahr irgendwie aufgeschrieben ist, was da passiert ist in den Chroniken, heißt nicht, dass das Lücken in der Chronologie sein müssen. Die Geschichte liefert Aufzeichnungen von Ereignissen, Chronologie liefert die Struktur, Beginn, Ende und Herrschaftsdauer. Und wenn man das mal vergleicht, trotz der Lücken, die hier sind, passen die Funde genau mit den Regierungsjahren zusammen, die Ptolemäus da oder Berossus aufgeschrieben haben. In den babylonischen Chroniken gibt es also Lücken in der Geschichte. Also man hat nicht für jedes Regierungsjahr irgendwie eine Tontafel, was da passiert ist im Land. Aber es gibt keine Lücken in der Chronologie. Wenn man sich nämlich diese Leiste hier anguckt, kann man wieder mal die Jahre einsetzen, die wir im letzten Mal hatten von Berossus oder von dieser Stele da, Adad-Guppi-Stele, von der Königsmutter vom Nabonid. Und dann sieht man eben hier 21 Jahre, 43 Jahre, 2, 4, 17. Passt also perfekt hier rein. Also wenn hier zum Beispiel was vom Labashi Marduk gefunden wurde und so weiter, man kann es eben zusammensetzen, dass man merkt hier, okay, die Jahre passen genau. Auch wenn da nicht alles eben aufgeschrieben wurde. Okay. Genau, jetzt wurde hier gesagt, was habe ich hier? Geschäftstafeln, da geht es jetzt drum. Und da schreibt hier der Artikel, genau, wieder ein Zitat. Mal ganz kurz rausgehen. Was sagen die Experten? R.H. Sack studierte zahlreiche Geschäftstafeln aus neubabylonischer Zeit. Das sind sowas wie Quittungen, ne? Geschäftstafeln heißt, wenn damals irgendwelche Firmen da waren, die haben halt ihre Quittungen auch dann eben auf diesen Tonblöcken gemacht, diesen Keilschriften. Und wie er 1900,
1972 schrieb, haben neue unveröffentlichte Texte aus dem Britischen Museum die ihm zur Verfügung gestellt wurden, frühere Erkenntnisse zum Machtwechsel zwischen Nebukadnezar II. Und seinem Sohn Amel-Marduk völlig umgestoßen. Inwiefern? Und dann geht es jetzt hier um eine Überlappung. Die neu entzifferten Tafeln aus dem Akzessionsjahr seines Nachfolgers Amel-Marduk datieren jedoch auf den 4. und 5. Monat des vermeintlichen selben Jahres. Und wie aus den Keilschriftaufzeichnungen wusste, war Nebukadnezar im 6. Monat seines letzten 43. Regierungsjahres noch an der Macht. Also im 6. Monat war er an der Macht, aber im 4. und 5. Monat wird auch der Amel-Marduk schon erwähnt, dass er an der Macht war. Also hier ist eine Überlappung. Und da sagt jetzt hier, da wird alles umgestoßen dadurch. Das wird hier eben als Zitat kurz erwähnt, völlig umgestoßen. Wenn man da eben wieder guckt, was haben wir jetzt hier? Da schreibt er eben hier darüber, this on the surface at least would seem to warrant the conclusion that Amel-Marduk's reign commanded on or about October 8, 562. However, two new unpublished British Museum texts recently placed at my disposal completely upset this convenient arrangement. Also hier kommt dieses completely upset, dieses völlig umgestoßen in den englischen Wachturm. Und dann schreibt er hier eigentlich im Resümee hier unten, furthermore, the existence of two texts dated to the same day, with one bearing the name of Amel-Marduk and the other of Nebukadnezar, more than likely point to the early days of October as the same time when the king actually died. In view of his new evidence, it seems much more probable that a kind of co-regency existed prior to Nebukadnezar's death. Also er sagt hier, perhaps future discoveries will clarify this point. Also er sagt hier, so wie es aussieht anhand dieser Keilschriften, haben wir einen Zeitraum gefunden, wo sich die Herrscher überschnitten haben. Ist ja auch nicht so ungewöhnlich, wenn ein Herrscher jetzt irgendwie irre krank ist oder sowas, am Totenbett liegt, dass dann ein anderer schon die Herrschaft angefangen hat und dass sich deswegen der Herrschaftsraum sozusagen in Aufschriften oder Aufzeichnungen auch überschneiden kann. Darum geht es jetzt hier, da wird ja also im Artikel drauf eingegangen. Das Ganze bedeutet dann, wie gesagt, diese Überlappung, bedeutet aber, dass keine Lücke von 20 Jahren plus entstehen kann, sondern eine Überschneidung von Regierungsjahren heißt höchstens, dass die Zeit kürzer wird. Also da sind jetzt nicht 20 Jahre plus, sondern eher noch ein Minus. Das heißt, die 20 zusätzlichen Jahre, die man jetzt bräuchte, um auf 607 zu kommen, können hier bei einer Überlappung überhaupt nicht versteckt sein. Das passt nicht und außerdem geht es hier eben auch nur um ein paar Monate. So, dann ging es hier weiter. Was sagen die Texte aus? Also geht hier noch um die Geschäftstafeln. Bei der Thronfolge der Könige gibt es noch weitere Unstimmigkeiten. Wie ein Keilschrifttext zeigt, war Nebukadnezar II. Noch im 10. Monat seines letzten Regierungsjahres an der Macht, also 6 Monate nach dem angenommenen Beginn der Herrschaft seines Nachfolgers. Also hier wird nochmal von so Ungereimtheiten gesprochen, wo eben Überlappungen stattgefunden haben. Habe ich mir aufgeschrieben, bei allen angeführten Diskrepanzen, die jetzt hier vorkommen, geht es um Überlappungen, nicht um Lücken. Und mit Überlappungen kann eine Einfügung von 20 Jahren nicht erklärt werden. Eher eine Verkürzung, da sich die Regenten halt überlappt haben. Okay. Sind 4 Keilschriften ausschlaggebend, eine komplette Chronologie hinzuschmeißen und 20 Jahre einzufügen, wenn es hier nur um die Überlappung, also Verringerung, um einige Monate ging und außerdem hunderte anderer Geschäftstafeln die Chronologie bestätigen? Das ist jetzt so die Frage, die ich mir hier gestellt hatte. Hier ist übrigens auch nochmal von Daughtery, war auch noch angegeben, also auch nochmal, wo es hier um Fußnote 8 müsste das gewesen sein. Dieses BM55806, wo auch nochmal von einer Überlappung hier halt die Rede ist. Okay. Wie sieht denn das jetzt aus? Was gibt es denn da überhaupt an Funden? Da bin ich halt während der ganzen Recherche drauf gestoßen, dass es zum Beispiel die Egebi-Familie gibt. Da hat man in, ich glaube Ende 1800,
Tausende von Tontafeln gefunden oder irgendwie auch gekauft. Also die wurden halt gefunden und dann hat die halt einen Wissenschaftler gekauft und die ins Britische Museum sind die jetzt oder so. Gibt es auch eine Online-Datenbank drüber. Und das sind eben ganz, ganz, ganz viele Quittungen. Und, ups, zurück. Hier habe ich es mir mal aus einem Buch rausgesucht. Das Buch ist übrigens von 1913, also ist auch schon was älter. Da war das schon klar. So, und genau. Zurück zum Text hier. Text. Da wird hier in dem Buch beschrieben, wie viele Tafeln da gefunden wurden. Das englische Museum, British Museum, contains the most important and valuable series of clay tablets dating from the first year of Nebuchadnezzar to the 36th year of Darius. Also es ist halt von Nebuchadnezzar bis Darius, also ein verdammt langer Zeitraum. Und dann wird hier eben gesagt, they are dated according to the year of the reign of a king of Babylon. And thus contribute to the fixing of a chronology of this period. Transactions, also diese Keilschriften, are recorded in every one of the 43 years of Nebuchadnezzar. Also in allen Jahren Nebuchadnezzars. Aus allen Jahren hat man Tontafeln gefunden. In the 2 years of Evil-Merodach oder Amel-Marduk. In den 4 Jahren von Nergal-Sharezer. In dem Antrittsjahr von Labashi-Marduk, der nur so ganz kurz da regiert hat, und in den 17 Jahren von Nabonid. Dann steht hier weiter, Geschäftstafeln, Transaktionen sind aufgezeichnet in allen Jahren, 9 Jahren von Cyrus. So, und dann geht es noch weiter, sogar bis in Darius' Zeit. Das heißt, die aus allen Jahren der Könige der neubabylonischen Zeit, hat man Geschäftstafeln gefunden, wo dann eben immer stand, ne, König regiert in seinem 7. Jahr und der Geschäftsvorgang wurde da halt gemacht in dem und dem Monat. Also aus allen Jahren hat man was gefunden und jetzt müsste man halt überlegen, ja gut, um da 20 Jahre einzufügen, müssten genau Geschäftstafeln aus diesen 20 Jahren irgendwie verschwunden sein oder so. Weil bei diesen Egebi-Tafeln wohl auch dann immer stand, ja, wer aus dem Haus Egebi war jetzt derjenige, der die Quittung da geschrieben hat, wer hat den Geschäftsvorgang bearbeitet, also wer war jetzt vielleicht da gerade der Kaufmann, der Zuständige oder der Chef des Hauses Egebi. Und durch diese Zusammenstellung kann man genau nachvollziehen, von wann bis wann hat denn wer regiert oder auch von wann bis wann war denn wer da in dieser Egebi-Familie halt zuständig für die ganzen Geschäftsvorgänge. Dann gibt es noch was anderes, die Archive von Erech, auch hier gefunden. Das ist was anderes, steht hier halt auch, wie viele es da gibt. 420 texts of his volume, also 420 Schriften gibt es da eben, die gefunden wurden. Und dann ist hier aufgeführt, also Nebukadnezar, seine Jahre und dann eben, wie viele Geschäftstafeln man da gefunden hat. Ja, 1, 3 Stück, 2, 4, 3, 4 und so weiter. Also aus allen Jahren hier, überall sind immer Geschäftstafeln da. Da ist mal 0 ausnahmsweise, 1. Aber nicht nur Egebi-Familie, sondern auch hier. Also es gibt unglaublich gute Belege, was diese Geschäftstafeln angeht, woraus man dann nachvollziehen kann, wer hat wann halt regiert. So. Also das war der Bereich chronologische Aufzeichnungen, was Geschäftstafeln angeht. Und ja, und jetzt geht es halt hier in diesen Bereich rein, astronomische Tafeln. Das sind Keilschrifttafeln, wo die Babylonier halt astronomische Aufzeichnungen gemacht haben. Die haben damals halt sehr gewissenhaft den Himmel beobachtet und dann aufgeschrieben, was ist gerade beim an Mond zu sehen. Wann ging der Mond auf oder Mondfinsternisse konnten die vorhersagen und so weiter. Und die eben auch beobachten. Wenn wir uns nochmal dran erinnern, also Schlüsseldatum für 539 wurde auch bestätigt durch, einmal wurde hier gesagt, durch genau diese Keilschrifttafel und andere historische Quellen, aber eben auch durch eine astronomische Keilschrifttafel. Also von daher sind die relevant, weil auch dieses Schlüsseldatum 539 damit festgenagelt wird.
Okay. Und was habe ich mir hier aufgeschrieben? Gucken wir mal. Genau, also hier unten auf der Seite, nochmal ganz kurz zurück. Der unten abgebildete astronomische Beobachtungstext beispielsweise berichten von einer Mondfinsternis im ersten Monat des ersten Regierungsjahres von König Mukin Tseri oder sowas. Und mal ganz kurz, genau. Also hier wird in dem Buch Astral Science in Mesopotamia, hatte ich das gefunden, BM 33066. BM 33066 ist die Keilschrifttafel, mit der 539 bestätigt wird. Also die akzeptieren wir. Und aus dieser Keilschrifttafel, da wird hier halt im Buch erwähnt, dass von dieser Keilschrifttafel halt bestimmte Berechnungen, wo haben wir es, später erst aufgeschrieben wurden. Coming in a section of lunar phenomena on the obverse. Indicate, genau, that the material on the tablet of Cambyses' time was later reworked and inscribed. Also das wurde wohl im Nachhinein aufgezeichnet hier. He also translates and comments on the planetary data and comments on the two lunar eclipses. Also hier zum einen der Hinweis, das wurde irgendwie später mal aufgezeichnet, wohl nochmal überarbeitet. Und dann wird hier noch darauf hingewiesen, what she does not note, also hier eine Historikerin, is that some of the 78 intervals reported on this tablet for the Lunar 6 must be computations or estimates. That the tablet is a revised copy of an original and that some of the Lunar 6 appears on the diary of Dalalab. Also nur nochmal der Hinweis, die Tafel, die 539 bestätigt, da wurden also einige Dinge halt berechnet oder angenommen von diesen lunaren 6, also Mondbeobachtungen. Und diese Keilschrift wurde wohl später im Nachhinein irgendwie aufgezeichnet oder sowas. Also das nur als Hintergrund. Weil hier auf der Seite unten wird ein astronomischer Beobachtungstext erwähnt, BM 32238. Und da wird gesagt, da der Schreiber die Beobachtung nicht alle selbst gemacht haben kann, dürfte er die früheren Mondfinsternisse berechnet haben. Ohne weitere Stütze eignen sich solche Berechnungen kaum als Basis für zuverlässige chronologische Angaben. Jetzt wird also hier im Bereich Astronomie eine Keilschrifttafel angeführt, die kritisiert wird, weil genau die Aufzeichnungen erst später stattfanden über Mondfinsternisse. Also das wurde wohl im Nachhinein abgefasst. Und hier wurden Mondfinsternisse berechnet. Deswegen wird das hier kritisiert. Interessant ist aber, dass der Text der 539 bestätigt, dass da das der gleiche der Fall ist. Das gleiche der Fall ist. Also auch da eben das Buch hier sagte, ja, bei dem Text ist das wohl auch so. Also von daher, ja gut, muss man das jetzt wohl nicht unbedingt kritisieren. Was kommt jetzt hier noch? Jetzt wurde hier gesagt, Professor John Steele meinten dazu, rein theoretisch konnten nach diesem Schema einige der frühesten Vorhersagen bei der Erstellung des Textes rückberechnet worden sein. Kursivschrift von uns. Nach Ansicht von Professor David Brown enthielten die astronomischen Tabellen Voraussagen, die kurz vor den dokumentierten Ereignissen gemacht wurden, doch er schließt Rückberechnungen von Schreibern des 4. und später vorchristlicher Jahrhunderte nicht aus. Also jetzt wird hier halt so ein bisschen in Fragen gestellt oder wird gesagt, naja gut, die haben das ja irgendwie rückberechnet oder sowas, kann man das dann überhaupt als Stütze verwenden? Ist das dann zuverlässig? Nochmal ganz kurz gucken. Hier haben wir die Bücher davon. Und da sagt er hier, das ist dieses Zitat, so, although it's conceivable that the eclipse predictions dating zu diesen Daten, also dass die Vorhersagen der Eklipsen, were actually retrocalculations, Rückberechnungen, undertaken by the scribes in the 4th and later centuries BC. Jetzt ist eine Auslassung wieder, was nicht im Artikel steht. It is much more likely that they were predictions made and recorded shortly before each of those years and that they were only later incorporated into the Saros-Kanon. Also hier wird gesagt,
was im Artikel jetzt nicht war. Na, also hier endete das dann, ne? Spätere vorchristliche Jahrhunderte. Und hier wird eben gesagt, also viel wahrscheinlicher ist es, dass das Vorhersagen waren und die dann eben im späteren, in diesen Saros-Kanon mit aufgenommen wurden. In dem Buch, ist nämlich dann auch die zweite Unterschrift auf der Seite, Eclipses Predicted and Seen. Also natürlich gab es da auch Mondfinsternisse oder sowas, die vorhergesagt und beobachtet wurden. Gar keine Frage. Saros-Kanon. Was ist der eigentlich, der Saros-Kanon? Der Saros-Kanon, um den es hier übrigens geht, der in dieser Quelle genannt wird, ist eine Keilschrifttafel. Also zu einer speziellen Keilschrifttafel wird diese Aussagen gemacht mit den Rückberechnungen. BM 34597. Die oben erwähnte Aussage zur Rückberechnung betraf Jahre aus dieser einen Keilschrifttafel und war keine generelle Aussage zu astronomischen Tafeln. Hier steht's, Saros Cycle Dates. Included in this group is BM 34597, known as the Saros Canon. Also das, der Saros Canon ist eine Keilschrift und zu dieser einen Keilschrift ist diese Aussage hier. Nicht generell, wie es hier so erscheint, um Zweifel zu sehen oder was auch immer. Okay, genau, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Und jetzt mal ein Gegenbeispiel, was hier gefunden hat. In einem Bü der Bücher war das angegeben, LBAT 1420, eine Keilschrifttafel mit beobachteten Finsternissen. Kann man hier einsehen. Ich habe hier einmal Sachen aus dem Buch entnommen, Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia und Daten der NASA, die man direkt auf der NASA-Webseite runterladen kann zu Mondfinsternissen von vor bis vor 2000 oder ja, jetzt von heute aus gesehen 4000 Jahren zurück. Das ist das Buch vom Abraham Sachs und Hunger, die wurden hier auch erwähnt und John Steele. Um diese Tafel geht es, dieses LBAT 1420. Und auf dieser Keilschrifttafel, das haben wir hier schön, da sind halt angegeben in Blöcken Mondfinsternisse. Bei etlichen ist es, dass es Prediction ist, also eine Vorhergesagte. Aber es gibt eben auch hier genug, wo eine Observation ist, also wo eine beobachtete Mondfinsternis aufgezeichnet wurde. Und das merkt man dann daran, dass zum Beispiel Angaben zum Wetter oder so gemacht wurden. Kann man mal gucken. Also gehen wir es mal durch. Beispiel. Das hier ist der Text der Keilschrifttafel, der übersetzte. Jahr 1 von Nebukadnezar, Monat 3, da wurde eine halt angenommen, ne? Vorausgesagt, omitted. Hier, jetzt kommen wir zu Jahr 2. Also Jahr 2 von Nebukadnezar, zweiter Monat und dann Jahr 2, siebter Monat. Vierter Tag, anderthalb Beru, after sunset, also nach Sonnenuntergang, it began in the north, half was covered, also halbe Bedeckung des Mondes. In the north and west it began to clear. Und hier ist das the west wind blew. Also daran merkt man, das ist eine richtige Aufzeichnung. Und jetzt kann man gucken, nach Parker und Dapperstein kann man jetzt schauen, welches Datum war denn das jetzt laut der Historiker. Also so wie es eben im Allgemeinen angenommen wird, kommt man da dann auf das Jahr 600, wo haben wir es hier? 603 übrigens. Bei astronomischen Daten wird das Jahr 0 mitberechnet. Da haben wir hier halt die Mondfinsternis dazu. Ups, ein bisschen groß. So. Hier wäre das Datum, ne? Beobachtet, 27. Oktober 602. Hier ist 28. Oktober 602. Womit hängt das zusammen? Es hängt damit zusammen, wann der babylonische Tag anfing. Das sehen wir auch jetzt hier an der Uhrzeit, 0:43 Uhr. Der babylonische Tag fing davor an. Bei Sonnenuntergang sind wir noch beim 27. hier bei der Beobachtung. Und wir sehen hier halbe Mondfinsternis, ne? Also der Schatten bedeckt den Mond halb. Gehen wir weiter, Jahr 4, Monat 1, nach Sonnenuntergang, Three Quarters, drei Viertel waren bedeckt. Das ist hier die nächste, Zeile 8 bis 10,
Observation 1, 8 bis 10. 11. April 600. 11. April 600. Wenn man hier guckt, eben 3/4 haut ungefähr hin. Das war eben auch eine teilweise Mondfinsternis. Geht man weiter. Zeile 13 bis 15. 13 bis 15. 20. Februar 598. 20. Februar 598. 2/3 wird hier gesagt. 2/3 was covered. 20. Februar 598. 2/3 Mondfinsternis. 8. Monat, Zeile 1 und 2. Wo haben wir es hier? Observation da. 27. November 594. 27. November 594. Was schreibt er hier? Wie viel bedeckt war, steht hier nicht, ne? Weil die Keilschrifttafel auch ein bisschen beschädigt ist. Kann man nicht alles lesen. Gehen wir zum nächsten. Zeile 3, 4. 23. Mai 593. Hier haben wir wieder sowas. 0.18 Uhr. 24. Mai. Also, weil es kurz nach Mitternacht war, Babylon begann vorher. 23. Mai. Passt also auch. Nächste Zeile 6 und 7, 2. April 91, 591, 2. April 591, passt, ist dabei. Zeile 9, 22. März 590, 22. März 590, it came out eclipsed, also der ist schon mit Finsternis aufgegangen, so gesehen, der Mond. Dann haben wir Zeile 14, 15, 19. Januar 587, 14, 15, 19. Januar 587. Half of it was covered, passt auch wieder, ne? Also hier halbe Mondfinsternis. Zeile 17, 18, 17, 18, 8. Januar 586, 17, 18, 8. Januar 586. Wo haben wir es? 17, 18, all of it was covered. Okay, all of it was covered, it said eclipsed. Passt jetzt auch hier, totale Mondfinsternis, also angegeben. Zeile 3, 15. August 597, Zeile 3, 15. August 97, ja, passt auch. Haben nur noch 3, 28. Regierungsjahr, 3. Monat. Haben wir hier 14. Juni 576, 14. Juni 576. Dann haben wir hier nochmal Zeile 10 bis 12. Steht auch wieder all of it was covered. 8. Dezember 576, all of it was covered. Und dann eben noch der 3. Juni 575, 3. Juni 575, also auch Mondfinsternis. So, das heißt, wir haben hier jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Mondfinsternisse, die beobachtet wurden, die hier aufgezeichnet wurden und die exakt stimmen. Und alle aus den Regierungsjahren Nebukadnezars. Ja, also eigentlich die Keilschrifttafel hier alleine reicht wohl schon aus, um dann eigentlich zu bestätigen, dass Nebukadnezar halt in dieser Zeit gelebt hat. Also in diesen Jahren hier, seine Regierungsjahre waren nicht 20 Jahre zurückversetzt, weil dann würden die ganzen Mondfinsternisse so einfach nicht hinhauen. Gut, wo waren wir? Zack, zack. Dann geht es hier im Artikel darum, dass hier gesagt wird, die Verfasser waren keine Historiker, sondern Astrologen. Er beschreibt Textabschnitte mit historischen Angaben als mehr oder weniger oberflächlich und mahnte sie mit Vorsicht zu gebrauchen. Das haben wir hier. The compilers were astrologers, not historians. This explains the fact that the historical sections blah, 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 ne? Also das ist das eine, was hier erwähnt wird. The sections recording historical events are of course a matter of major importance for the assessment of historical developments. They must however be used with caution. Also sie müssen mit Vorsicht gebraucht werden. Was sagt er hier aber vorher? Das ist ganz interessant. Er sagt hier, the Babylonian astronomical diaries are of course important for the study of astronomy. Carefully day-by-day observations of the sky are available for a very long period. The observations concern informations on the moon, the planets, solstice and equinoxes und so weiter. Also er schreibt hier, was die aufgezeichnet haben, wie genau die waren. Und dann geht es hier in diesen Absätzen eigentlich darum, dass die als Astrologen halt ihre Aufzeichnungen gemacht haben, um damit zum Beispiel die Zukunft vorauszusagen, um Getreidepreise vorauszusagen und dass die deswegen manchmal auch recht merkwürdiges Zeug aufgespürt
gezeichnet haben. Hier oben hat er ein Beispiel, dass irgendwie fünf Hunde sich einer Hure genähert haben. Und ja, und da sagt er halt in Bezug auf diesen historischen Aufzeichnungen, also die Geschichtchen, nicht die Chronologie und die Sternbeobachtung, sondern diese Geschichtchen, da sagt er, da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, ne? Da aufpassen, auch wenn es interessant ist. Aber er kritisiert jetzt nicht die Datierung. Genau, falls man das nämlich kritisieren wollte, dass das Astrologen waren, müsste man genauso die Tafel kritisieren, die man ja akzeptiert für das Jahr 539. So, gehen wir hier durch. Also nochmal, das Zitat von ihm betrifft die Aufzeichnung historischer Ereignisse und nicht die chronologische Nutzung der Daten. Hier sind übrigens noch andere Bücher, neuere von ihm, wo er das auch nochmal sagt. Genau, hier schreibt er das, wie gewissenhaft die waren. To study all these relationships was a principal preoccupation of Babylonian scholars. Based on these premises, they undertook their task in a remarkably modern way. Also, sie haben ihre Aufgabe in sehr moderner Art und Weise durchgeführt. They made patiently and endless databases. If they had a computer, they would certainly have used it. And so they developed astronomy into a highly sophisticated science, exemplary for the ancient world and after. Also hier schreibt er einfach in den Büchern nochmal, wie gewissenhaft die ihre astronomischen Aufzeichnungen gemacht haben. Und hier übrigens eine Quelle auch, wie viele es gibt. Also aus wie vielen Jahren überall eben astronomische Aufzeichnungen zu finden sind. Hier war übrigens dieses LBAT 1420, wo diese ganzen Aufzeichnungen von Nebukadnezar da zu finden sind. Aber halt massenweise noch andere Texte auch, astronomische Aufzeichnungen. Jetzt geht es hier abschließend in dem Passus um eine einzelne Tafel noch, VAT 4956. Da wird eine Mondfinsternis erwähnt. Auf der Tafel wird eine Mondfinsternis erwähnt, die auf den 15. Tag des dritten babylonischen Monats Simanu berechnet worden war. In diesem Monat ereignete sich tatsächlich eine Mondfinsternis. Und zwar an dem Tag, der dem 4. Juli, julianischen Kalender des Jahres 568 vor unserer Zeitrechnung, entspricht. Allerdings fand eine solche auch 20 Jahre vorher statt, am 15. Juli 588. So, und jetzt wird hier halt diese Tafel herangezogen, um zu sagen, Moment mal, genau 20 Jahre vorher war doch da auch so eine Mondfinsternis. Kann das dann nicht sein, dass die Tafel der Beleg dafür ist, dass da irgendwo 20 Jahre fehlen? Weil am 15. Juli 588 muss doch, war eben hier auch eine passende Mondfinsternis, die hinhauen würde. Dann wird 607 stimmen. Gucken wir nochmal auf LBAT 1420. Da ist nämlich ganz interessant. Also, wir haben jetzt gesagt, am 15. Juli 588, 20 Jahre früher, gab es auch so eine Mondfinsternis, ne? Das ist jetzt hier die Argumentation gerade im Artikel. Ja, und das ist ganz spannend. Tatsächlich ist auf dieser Keilschrifttafel, wo alle Regierungsjahre von Nebukadnezar, jetzt nicht alle, aber wo in vielen Regierungsjahren von ihm Mondfinsternisse aufgezeichnet wurden, ist hier am 15. Juli 587, dran denken, astronomische Aufzeichnungen und so weiter, immer ein Jahr abweichend, also 15. Juli 88, da ist eine Mondfinsternis vorhergesagt gewesen. Die war zwar jetzt nicht beobachtet, aber ja, diese Mondfinsternis 20 Jahre früher taucht auf der Keilschrifttafel sogar auf. So, aber jetzt ohne eben 20 Jahre einzufügen, sondern ja, die haben einfach generell da auch eine halt vorhergesagt, dass die da stattfinden musste. Also es ist nicht so, dass die irgendwie untergegangen wäre. Okay. Was steht hier noch? Außer der erwähnten Mondfinsternis enthält die Tafel 13 Mondbeobachtungen und 15 Planetenbeobachtungen. Sie beschreiben die Position des Mondes oder gewisser Planeten im Verhältnis zu gewissen Sternen oder Konstellationen. So, jetzt wird hier in der Fußnote 18, wird angegeben, auch finden sich 15 Planetenbeobachtungen auf der Tafel. Jetzt steht hier, das Schriftzeichen für Mond ist klar und unzweideutig.
Die Zeichen für die Namen und Positionen mancher Planeten dagegen sind unklar, was zu Spekulationen und unterschiedlichen Deutungen Anlass gibt. Da die Mondbahn leicht zu verfolgen ist, lassen sich die anderen Himmelskörper, die auf HAT 4956 in Verbindung mit dem Mond genannt werden, mit ihren jeweiligen Positionen relativ genau bestimmen. Also jetzt wird hier gesagt, diese 13 Mondbeobachtungen, die sind genau, weil bei den Planetenbeobachtungen gibt es das doch, dass die Namen halt undeutlich sind oder die Schriftzeichen für Planeten undeutlich sind. Ne? Die Zeichen für die Namen und Positionen mancher Planeten sind unklar. Da wird auch wieder eine Quelle angegeben, die hier vom David Brown. Und wenn man da mal schaut, nächste Seite, auf der Keilschrifttafel der Alten aus Babylon, über die es, worum es jetzt gerade geht, da sind halt nicht Schriftzeichen für die Namen angegeben, für die Planeten, sondern die Namen der Planeten. Und in seinem Buch, was der hier eben angegeben hat, also oder was in der Fußnote angegeben war, in dem Buch, werden die Namen der Planeten hier aufgeführt. Da gibt es verschiedene Überschriften. Und zwar einmal den Bereich A, Names Unique to Planet, and which can be used under any circumstances. Also Namen, die einzigartig sind in Bezug auf Planeten und die unter allen Umständen verwendet werden können. Das ist Bereich A. Und ja, es gibt auch hier Bereich B. Names shared only with other planets and usable under any circumstances. Also Namen, die nur mit anderen Planeten geteilt wurden. Und dann gibt es hier noch einen Bereich C, wo es dann richtig ungenau wird. Aber er sagt hier Bereich A, diese Namen für Planeten, die sind absolut zuverlässig. Die kann man immer verwenden, die sind unzweideutig. Auf der Keilschrifttafel finden wir jetzt hier Namen, zum Beispiel Sag-Us, wie auch immer man das ausspricht. Kajamanu steht jetzt hier, ne? Sag-Us, jetzt könnte man hier gucken. Und das ist im Bereich A, diese unzweifelhaften Namen, Sag-Us, steht hier Saturn. Aha. Also hier wird also auf der Keilschrifttafel ein Planetenname verwendet. Das heißt, die kann man, dem Saturn kann man also schon mal verwenden, weil da die unzweifelhafte Bezeichnung eben für den Saturn genutzt wurde. Gucken wir weiter. Sinn ist hier, okay, das ist der Mond, ne? Sinn, Mond, auch unzweifelhaft in dem Bereich A. Samas kommt hier vor. Samas steht für die Sonne, auch unzweifelhaft im Bereich A. Dann auf der, in den weiteren Zeilen von VAT 4956 Dilbat oder Dilbat, Venus, kommt hier vor. Sagmegar ist hier Jupiter, Sagmegar. Oder hier steht auch noch Salbatanu, kommt auch noch vor. Salbatanu, Mars. Und alle Namen, die hier vorkommen jetzt auf der Tafel, sind eben Namen hier aus Bereich A, die einzigartig sind in Bezug auf Planeten. Also diese Fußnote hier, ich mir aufgeschrieben, in VAT 4956 werden nicht die Zeichen für die Planeten, sondern die eindeutigen Namen verwendet. Die Positionen der Planeten können also ohne weiteres mit überprüft werden in der astronomischen Software. Jetzt steht hier aber, da die Mondpositionen zuverlässigere Aussagen zulassen, ne, wegen dieser Begründung, die Namen wären hier jetzt irgendwie zweifelhaft, haben sich Forscher eingehend mit den 13 Mondpositionen auf VAT 4956 befasst. Gucken wir mal weiter. Steht jetzt hier, die Daten wurden anhand eines Computerprogramms ausgewertet, mit dem sich die Stellung von Himmelskörpern zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit anzeigen lässt. Was ergab diese Analyse? Während sich für das Jahr 568-67 nicht alle Mondpositionen nachweisen ließen, passten alle 13 Positionen auf das Jahr 588-87, also 20 Jahre früher. Problem: Da keine Quelle und Belege angeführt werden, kann das nicht geprüft werden. Das ist nur eine Behauptung. Wo es eine Fußnote gibt, hier bei der 19, mal kurz zeigen, also da wird gesagt, für die Analyse würde die astronomische Software The Sky 6 verwendet. Da haben wir eine Fußnote zu.
Dann haben wir hier unten zum Beispiel die Fußnote. Viele der astronomischen Angaben auf VAT 4956 über das 37. Jahr Nebukadnezars passen also auf 588. Das wäre eine Stütze für das Jahr Jerusalem 607. Und hier vorher, genau, da liegt eine exakte Übereinstimmung für die Mondstellung vor, wird hier gesagt, an einem bestimmten Datum. Fußnote, wird hier auch wieder gesagt, ne, Zeile 3 und so weiter. Aber genauso wie hier oben, da wird von Forschern gesprochen, die diese Untersuchung gemacht haben, hier auch. Aber genau hier an dieser Stelle, wo der einzige Beleg jetzt kommt für 607, wo sind da die Quellen? Also hier wird nicht angegeben, wer es gesagt hat. Kein Forscher genannt. Überall, bei jeder Kleinigkeit, werden die Forscher und die Bücher genannt, aber nicht hier. Also hochsuspekt, auch an der Fußnote dazwischen, ne? Da ist hier auch nochmal eine Quelle genannt, weil, was hier noch kritisiert wird, bei einer dieser Mondbeobachtungen hatten die Übersetzer eine 9 von der Keilschrifttafel als 8 wiedergegeben in bestimmten Ausführungen ihrer Bücher, weil sie davon ausgehen, dass das ein Schreibfehler der astronomischen Beobachtungen war, also der Astrologen, die das aufgezeichnet haben, weil da eben ein Datum einen Tag vorher besser hinhaut. Das wird hier riesig ausgebreitet auf anderthalb Seiten, dieser mögliche Schreibfehler eben, der auch dann in den Büchern von denen hier vermerkt ist. Da wird die Quelle wieder zu angegeben. Aber bei der astronomischen Beobachtung, die jetzt eine Rolle spielt, da hat man jetzt keine Chance nachzuprüfen. Da wird kein Forscher genannt. Wer das denn gewesen sein mag, der da diesen astronomische Tafel untersucht hat. Ja, höchst suspekt, dass das hier nicht vorkommt. Also, wie gesagt, einfach nur eine Behauptung ohne Quelle. Kann man nicht nachprüfen. Ja, schwierig. Was man nachprüfen kann, ich habe das einmal getestet, bei einer der ersten Zeile so gesehen von VAT 4956. Haben wir dazu verschiedene Sachen rausgesucht, von Parker und Dubberstein, die Datierung der, des Nebukadnezars, die offizielle, die man da so nimmt. Dann hat man nochmal geguckt wegen den Planetennamen und so weiter und Konstellationen, wann der babylonische Tag begann, das habe ich hier nochmal geguckt. Und die ganzen Sachen, halt nochmal hier die Namen der Planeten, was wir gerade auch schon hatten. Und da kommt man zu Folgendem. Also hier ist das 37. Jahr von Nebukadnezar. Aus dem stammen die Aufzeichnungen. 37. Jahr Nebukadnezars wird hier angegeben mit 568. Jahr 37 von Nebukadnezar. Jahr 568. Dann wird hier angegeben Nisanu. Und hier unten wird erklärt, zu Zeile 1, The new crescent was observed at the beginning of day 30 of a previous month, which was thereby declared to be the first of a present month, Nisanu. Also wie hier wird gesagt, der erste des gegenwärtigen Monats. Also Nisanu. Muss man jetzt gucken. Nisanu haben wir hier oben. Nisan wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das bei den Juden, genau, ne? Das ist dann Nisan, Nisanu. Der erste Tag davon war der 23.04.568. Da es in der Nacht vorher angefangen hat, der Tag der Babylonier, muss man den 22.04.568 nehmen. Und da es in der astronomischen Software auch wieder das Jahr 0 fehlt, muss man den, wie hier, 22. April 567 hier oben eintragen. Das ist die Software Skyview Cafe, eine Webseite. Das hier Längen und Breiten gerade von Babylon, Zeitzone von da. Und jetzt kann man gucken, was stand da eigentlich? Sin appeared behind the Bull of Heaven. Bull of Heaven ist Taurus, steht hier. Sternbild Taurus, Sin ist der Mond. Gucken wir, hier ist gerade Sonnenuntergang die Zeit gewesen. Also hier geht die Sonne unter und hier ist der Mond, der dann sichtbar wurde, weil die Sonne unterging. Und der Mond befindet sich hier, hier ist das Sternbild Taurus, ne? Der Mond befindet sich hinter dem Stier. Passt auf 567.
Was hier jetzt auch stand in der ersten, zweiten Zeile dieser astronomischen Tafel: Gajamanu was in front of a swallow. Was heißt das? Swallow, a part of Pisces, also ein Teil des Sternbilds Fische. Da steht hier also, dass Gajamanu, das ist Saturn, dass der eben vor den Fischen stand oder bei den Fischen stand. Und wenn man da weiter beobachtet, eben in der Nacht die Zeit vordreht in der Software, dann taucht irgendwann in der Nacht der Saturn auf. Und hier sehen wir es eben, hier ist das moderne Sternbild Pisces Fische, damals eben Swallow, also die, ein anderes Sternbild war das, aber eben heutige Fische. Und da steht der Saturn, das passt also, wenn man den Planeten mit einbezieht. Also, Historiker liegen hier, jetzt würde man sagen, erstmal richtig, ne? Passt auf die allgemeine Aussage dazu. Wenn man jetzt 20 Jahre früher die ganze Sache beobachtet, dann findet man das tatsächlich auch, dass der Mond auch hinterm Stier steht, habe ich geguckt. Aber wenn man mal guckt, was der Saturn da macht, das ist ganz interessant, das hier ist jetzt 20 Jahre früher, 22. April 587, also nicht 67, sondern 87, 20 Jahre vorher. Und dann guckt man in der Nacht, wo taucht der Saturn auf? Und der Saturn steht hier zwischen den Zwillingen und Krebs. Hier. Also weit weg von den Fischen, ne? Die sind irgendwo hier. So. Also da ist Saturn, steht definitiv nicht im richtigen Sternbild. Und das Interessante ist, weil der Saturn sich so langsam bewegt, die Bahnumlaufzeit eine andere ist, blieb der Saturn, kann man gucken, die Monate durchklicken, der blieb das ganze Jahr über zwischen Zwillingen und Krebs. Also wenn man den astronomischen Text nimmt und die Planeten mit berücksichtigt, zumindest bei Zeile 1 und 2, wo ich jetzt nur angefangen hatte, bricht das ganze Ding direkt zusammen, wenn man 20 Jahre früher guckt. Weil der Saturn schon nicht mit der Position hinhaut. Das ganze Jahr über nicht. Also er bleibt das ganze Jahr halt an der falschen Stelle. Bleibt man bei der Datierung, dass Jerusalem dann eben 587 zerstört wurde, ja, dann ist Saturn auch an der richtigen Stelle. Weiter habe ich da jetzt nicht geprüft. Ich tippe mal darauf, dass die anderen Daten das dann einfach auch bestätigen werden, wenn man da nachschaut, weil bisher die ganze Sache einfach viel zu eindeutig geworden ist. Und damit ja, die Datierung 607 wohl einfach in sich zusammenbricht. Dafür keine Belege zu finden sind. Wie gesagt, die einzigen, die hier angeführt wurden, sind nicht belegt. Da werden die Forscher nicht genannt, also auch hochfragwürdig. Und ja, das eben so Dinge für Leserfragen dann. So, damit Schluss mit der ganzen Aufzeichnung und der frustrierenden Recherche, die ich hier gemacht habe. Und ich weiß auch nicht, das Video ist jetzt wahrscheinlich schon wieder ewig lang. Und jetzt stoppe ich auf jeden Fall den ganzen Sermon. Also, und tschüss. Ja, dickes Kompliment mal wieder, wenn du zu denen gehörst, die sich das hier mit angesehen haben. Hut ab, weil es ja wirklich sehr in die Tiefe und in die Quellen hineinging. Wen es interessiert, du, also wenn du gerne halt, oder du gehörst zu denen, die halt selbst sich die Quellen mal anschauen möchten, schick mir gerne eine E-Mail. E-Mail steht unten in der Beschreibung drin, E-Mail-Adresse, und dann jedem, den es interessiert, kann ich die Quellen auch nochmal, die gesammelten Auszüge, zumindest soweit ich es alles zusammenbekommen hatte, oder eben Links dazu dann zukommen lassen. Okay, also das dazu. Ja, dann an der Stelle hier auch, wenn es dich interessiert, weiter eben Infos zu bekommen, einfach schon mal ein Hinweis, abonniere den Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jeweils weiter informiert. Würde mich sehr freuen. Konstruktives Feedback ist immer toll, ne? Also positive oder auch kritische Kommentare, solange es nicht irgendwie halt herablassend ist und diffamierend, egal wegen gegenüber wem. Die Kommentare bitte nicht, aber halt ja, aufrichtige, kritische oder positive Kommentare immer gerne, ne? Gar keine Frage. Freue ich mich sehr drüber. Was ich jetzt zeigen wollte, deswegen, ich gucke hier gerade auf den Bildschirm, deswegen nicht in die Kamera. Ich wollte ja jetzt nochmal drauf eingehen. Ich hatte letztes Jahr einen Brief geschickt und hatte in dem Brief, da springe ich jetzt mal hin, so,
In dem Brief, das ist der ganze Brief hier, den ich geschickt habe, ne, an Zweigbüro Jehovas Zeugen in Selters Taunus. Da hatte ich den hingeschickt und halt alle möglichen Fragen, die so aufgetreten waren, halt mal da bei ihnen nachgefragt. Und ich möchte jetzt nur kurz darauf eingehen, auf diesen letzten Punkt, den wir im Video hatten, mit den astronomischen Berechnungen dieser Tafel VAT 4956. Warum darauf? Weil, das hatte ich im Video schon gesagt, das ist der einzige Beleg, den es gibt, also wirklich bei all diesen anderen Sachen, die man sich anschaut, geschichtlich, ist das die einzige Möglichkeit scheinbar, mit der man irgendwie etwas hätte, womit man halt 20 Jahre dazu rechnen könnte. Falls diese Mondfinsternisse eben aus dem anderen Jahr hinhauen. Wir haben gesehen, das sind die Probleme mit den Planeten, das klappt schon irgendwie alles gar nicht. Aber trotzdem ist das ja so der einzige, also der einzige Beleg, um zu sagen, hier haben wir eine Ersatzüberlegung, eine Ersatztheorie geschichtliche. Problem war nur, an dieser Stelle war nicht angegeben, welche Forscher hinter diesen Berechnungen steckten. Überall waren ja Forscher angegeben und Quellen und an der Stelle nicht. Deswegen hier meine Frage, Frage 6, astronomische Berechnungen. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht das. Ich kann auch nochmal einen Ticken größer das machen. So. Genau, das ist hier die Frage, die ich gestellt hatte. Im Teil zu den astronomischen Tafeln erscheint dann ja der einzige Beleg, der auf 607 vor unserer Zeitrechnung hindeuten kann. Es ist folgende Aussage im Wachtum-Artikel zu lesen. Ich zitiere das hier nochmal. Da Mondpositionen zuverlässigere Aussagen zulassen, haben sich Forscher eingehend mit den 13 Mondpositionen auf VAT 4956 befasst. Die Daten wurden anhand eines Computerprogramms ausgewertet, mit dem sich die Stellung von Himmelskörpern zu bestimmten Zeitpunkten in der Vergangenheit anzeigen lässt. Ja, jetzt meine Frage, da hier keine Quelle zu den Forschern angegeben ist, habe ich versucht herauszufinden, wer gemeint sein könnte. Gefunden habe ich in einem Forum einen Hinweis auf Rolf Furuli, wohl ein Glaubensbruder aus Schweden, muss ich korrigieren, der ist aus Norwegen. Frage, welche weiteren Forscher haben diese Berechnungen durchgeführt? Bitte nennt mir doch den oder die anderen Forscher. Im Text ist ja im Plural von Forschern die Rede, also muss es ja mindestens einen zweiten geben. Ah, ja, Rechtschreib. Naja, wieder Fehler von mir drin. Genau, aber das war halt die Frage, es muss doch noch einen anderen Forscher geben. Bitte nennt mir den doch oder ne, überhaupt mal die Namen. Das war die Frage, die ich gestellt habe. Die Antwort, die kam, das hier ist der Antwortbrief, wo auch andere Sachen noch kurz beantwortet wurden, teils hier auch auf Englisch. Ich gehe aber jetzt wirklich nur mal auf das ein mit der Frage zu den Forschern. Steht hier, die im Wachtum vom 1. November 2011 erwähnte Analyse der Keilschrifttafel VAT 4956 wurde von der Schreibabteilung im Hauptbüro durchgeführt. Daran beteiligt waren auch Forscher, die mit dem Thema vertraut und erfahren im Umgang mit astronomischen Computerprogrammen sind, einschließlich The Sky 6. Siehe Endnote 19 auf Seite 28 des erwähnten Artikels. Wir stellten damit unsere eigene Analyse der Tafel VAT 4956 vor, die die Details dessen, was auf dem Täfelchen steht, sowie die Positionen des Mondes und der erwähnten Konstellation enthält. Wir haben die 13 Angaben über die Mondpositionen auf dem Täfelchen sorgfältig analysiert und mit Himmelskarten verglichen, die mit moderner Astronomie-Software erstellt wurden. Ja, das wissen wir alles schon aus dem Wachtum-Artikel, ne? Wie im Wachtum-Artikel erwähnt, haben wir verschiedene astronomische Softwareprogramme verwendet, die in der Lage sind, die Positionen von Sonne, Mond, Referenzsternen und anderen Nachthimmel-Referenzobjekten zu berechnen, die von den babylonischen Astronomen in ihren Beobachtungen für die jeweiligen Tage und Zeiten verwendet wurden. Wir haben TS6, also das Sky 6, als primäres Softwarepaket für diese Analyse verwendet. Seit vielen Jahren ist dies eins der robustesten und am weitesten verbreiteten Astronomie-Softwareprogramme. Wir hoffen, dass wir hiermit deine Fragen beantworten konnten. Nein. Ich habe nicht danach gefragt nach der Software. Das wusste ich ja, welche verwendet wird. Und da auch kurz der Hinweis, das habe ich leider nicht aufgenommen. Ich hatte mir letztes Jahr auch die Software wirklich mal gekauft. Das ist nicht mehr das Sky 6, sondern das Sky X, also 10. Die gibt es im Moment zu kaufen. Die hatte ich mir installiert und dann nachher auch nochmal geguckt. Ja, das passt genauso wie in The Sky View Cafe, also in dieser kostenlosen Online-Version. Nur das habe ich nicht mehr vom Bildschirm abgefilmt, deswegen ist es hier nicht mit bei. Aber mir ging es hier nicht um die Frage, welche Software wird verwendet, sondern mir ging es ja hier um die Frage, ja,
welche Forscher sind beteiligt gewesen? Und hier wird jetzt wieder gesagt, ja, nur Forscher. Also es wird kein Name genannt. Das heißt also, ich gehe an diesem Punkt davon aus, dass es eben keine, sagen wir mal, hauptberuflichen Nichtzeugenforscher gibt, Fachleute, die das stützen, weil sonst wären die garantiert hier aufgeführt. Es gibt einen Hinweis, das zeige ich nochmal ganz kurz in der Fußnote 2, die hier angegeben ist. Da steht hier, eine ähnliche Analyse des Täfelchens wurde in dem Buch Forschung Bibel Artefakte 2009 veröffentlicht. So, und da habe ich mir dann natürlich gedacht, ach guck mal, es gibt ja dann doch eine ähnliche Analyse in dem Buch Forschung Bibel Artefakte. Ist ja super. Und da dachte ich mir dann, ja, okay, das ist ja gar kein Problem. Dann suche ich mal nach dem Buch Forschung Bibel Artefakte. Ich springe mal ganz kurz wieder auf den Bildschirm hier. Artefakte. So, Forschung Bibel Artefakte. So, das findet man hier auch, ne? Also das ist dieses Buch Forschung Bibel Artefakte, kann man bei Amazon kaufen. Erschienen im Gersam Verlag. Okay, weil als ich mir das Buch bestellt hatte, das ist das hier, war ich erstmal etwas irritiert, weil es ist kein Autor am Anfang angegeben. Also es steht jetzt nicht, wer hat das Buch geschrieben, das ist hier irgendwie nicht bei am Anfang. Da steht einfach nur, der Gersam Verlag hat das halt veröffentlicht. Also die waren wohl federführend, das Buch irgendwie in die Wege zu leiten. Und dann hatte ich mir halt gedacht, ja gut, Gersam Verlag, gucke ich mal einfach bei Gersam Verlag nach. Wer ist denn Gersam Verlag? Und da kommt man dann halt hier auf Gerson Versand, die gehören nämlich zusammen. Und, ups, einmal ganz kurz aktivieren, dass es richtig anzeigt. Und Gersam Versand, den wir hier haben, da merken wir jetzt, wenn man mal hier reinschaut, was haben wir hier zum Beispiel für Produkte, Kongressspeicherkarte, aha, Studierstift, Kongressschildhalter, die haben wir hier, Traktatmappen, Traktatmäppchen, Kongress 2020 ist hier direkt im Gersum Verlag als einen Unterpunkt angegeben. Da kann man also Sachen für Kongresse kaufen. So, und hier haben wir es dann auch ganz deutlich, Regionalkongress Notizbuch. Das heißt, das ist ein Verlag von Zeugen Jehovas. Würde ich jetzt offensichtlich mal von ausgehen, weil sie hier Produkte für Kongresse der Zeugen Jehovas halt verkaufen. Das Buch ist also, so wie es aussieht, von einem Verlag aufgelegt und wohl auch initiiert worden von Zeugen Jehovas. Und jetzt ist hier natürlich angegeben, wo ist denn diese Berechnung? Das ist dann auf der Seite oder im Anhang auf der Seite 8. Hier haben wir das, ich weiß nicht, ob er zoomt da drauf. Auf jeden Fall sieht man diese Berechnung oder die Rechnung zu der Tafel VAT 4956 in diesem Buch von Zeugen Jehovas, ist dann geschrieben von Rolf Furuli, PhD-Dozent für semitische Sprachen in Norwegen, in Oslo an der Uni. Also in einem Buch, herausgegeben von einem Verlag von Zeugen Jehovas, ist eine Abhandlung von einem Zeugen Jehovas, der dann das Jahr 607 wieder bestätigt. Und ganz ehrlich, also da habe ich mich bei dem Brief, obwohl ich dankbar war dafür, dass die Brüder mir geantwortet haben, ich fand es sehr lieb und auch ja, die zusätzlichen Infos, aber an dieser Stelle zum Beispiel, habe ich mich dann ein wenig veräppelt gefühlt. Also das nochmal als Quelle anzugeben, dass da eine ähnliche Rechnung ist. Weil so wie es aussieht, wird dieser Bruder Rolf Furuli wohl federführend auch bei der Gestaltung dieser Berechnung im Wachturm gewesen sein. Das heißt, man verweist hier auf eine Quelle von einem Zeugen, der natürlich seine eigene Ideologie oder theologische Ansicht halt mit vertreten möchte. Also sonst gibt es keinen. Ja, das dazu. Was wollte ich noch kurz zeigen? Genau wegen der Software, The Sky 6. Also falls da jemand irgendwie jetzt sagen sollte, ja, aber die ist ja ganz anders, die Software, wer weiß, vielleicht arbeiten die gar nicht korrekt und so. Auch nochmal ganz kurz gucken.
Also ich springe hier eben mal in The Sky View Café, was ich genutzt hatte, diese Webseite hier. Da steht hier, an wen halt Danksagungen gehen. Da steht hier, a great deal of credit, also Anerkennung, geht zu Jean Mus oder wie auch immer den ausspricht. Mius, Jean Mius. Vielleicht denke ich mal Franzose, ich bin nicht sicher. And his excellent book, also sein hervorragendes Buch, Astronomische Algorithmen von 1998, Wilhelm Bell. Genau, und da geht eben der Dank an diesen Jean Mus, Mus, ich weiß es halt nicht. Und hier wird auch noch ein VSOP 87 genannt, was genutzt wird für Berechnungen, und zwar von P. Brettinen und G. Franco, also die dieses VSOP 87 halt nutzten. Damit wird, also mit den Sachen von Jean Mus und eben mit dieser VSOP 87, wird Skyview Café sozusagen betrieben und die Berechnungen gemacht. The Sky, dieses Programm, The Sky 10 mittlerweile, The Sky X. Da haben wir hier auch ein Disclaimer mit Danksagungen. Und da haben wir hier, The Sky 6 includes routines from astronomical algorithm software. Also hier auch, da sind astronomische Algorithmen, werden hier verwendet. Und dann kommt es hier, einmal bei Jeffrey Sachs, and option to the book. Genau, und hier haben wir eben auch astronomische Algorithmen von Jean Mus, ne? Und hier eben diese Sachen, die wir auch gerade gelesen haben. Wilhelm Bell, der hier erwähnt wird. Das heißt, das Sky 6 nutzt eben jetzt auch diese Sachen vom Jean Mus. Da sind die Programme sich also ähnlich oder gleich, wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich. Wie genau sind die, könnte man sich jetzt noch fragen. VSOP 87. Kann man nachschlagen auf der englischen Wikipedia, was das für ein Algorithmus ist und wie der halt Sterne und Planeten berechnet. Und da wird hier gesagt, wie genau der ist. Es steht hier, VSOP garantiert für Merkur, Venus, den Erdmond und Mars eine Präzision von einer Bogensekunde für 4000 Jahre vor und nach der 2000er-Epoche. Die gleiche Präzision ist gegeben für Jupiter und Saturn über 2000 Jahre und Uranus und Neptun über 6000 Jahre. Eine Bogenminute ist das hier. Das ist ein 60stel von einem Grad am Himmel. Also wenn wir jetzt halt zurückrechnen nach Babylon und so weiter, dann kann das sein, dass der Saturn, den wir uns da angeschaut haben, dass der halt so gesehen um ein 60stel eines Grads am Himmel woanders gestanden haben könnte. Also das ist so der Fehlerfaktor bei VSOP 87. Also von daher, die Software ist da auch genau, kann man nachrecherchieren und testen. So, genug zu dem ganzen nerdigen Kram. Das war jetzt wirklich sehr, sehr technisch alles. Es soll aber eigentlich dazu beitragen, wirklich für sich selbst einfach nur eine Grundlage zu haben, auch bei diesen Artikeln, bei diesen Punkten zu sehen, wie kann ich da vorgehen, wenn ich was prüfen möchte. Bei all dem geht es ja darum, dass jeder von uns, der halt Christ ist, der eben gläubig ist, sagt, ich habe eine Verantwortung meinem Schöpfer gegenüber, ich habe eine Verantwortung Jesus gegenüber, richtige Entscheidungen zu treffen und die biblisch halt zu belegen. Und teilweise gehört eben auch dazu, biblisch fundierte Entscheidungen zu treffen, ein wenig in die Geschichte hineinzusehen und auch da zu prüfen. Ja, nächstes Mal geht es dann um Offenbarung, zwei Zeugen und was das damit zu tun hat. Ich sage jetzt erstmal gute Erholung von diesem Marathon, der hier war. Genieß irgendwie den Abendtag oder was auch immer du jetzt noch vor dir hast. Und ich bedanke mich auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und kann nur sagen, falls du es noch nicht gemacht hast, nochmal der Tipp halt, unten abonnieren, würde mich sehr freuen. Und damit alles, alles Liebe erstmal und bis zum nächsten Mal.